Hallo Slotbox-Freunde, willkommen zum neuen Video. Heute mal nicht allein wieder, sondern mit einem Studiogast, einen sehr kompetenten Studiogast. Und ihr seht auch schon, um was es hier geht. Viele, viele bunte Spielzeugautos, Rennfahrzeuge, Sportgerät. Erstmal herzlich willkommen, Peter. Servus, danke für die Einladung. Immer gerne. Ich bin der Peter, komme aus dem Großraum Augsburg von Schwabenslot, fahre jetzt seit 4 Jahren Slotcar und seit 3 Jahren organisiere ich mit Michi zusammen das Thema 245 Süd. Das ist wichtig, weil das gibt es im Westen nämlich auch noch. Okay, Gruppe 245, das ist dann heute auch unser Thema. Wir gehen jetzt, es wird mehrere Videos geben, 2 im Prinzip, vielleicht auch mehr, sehen wir dann morgen. Heute schauen wir uns generell mal an, was ist Gruppe 245, was bedeuten die Zahlen, was wird hier gefahren, um was geht es hier eigentlich. Da ich selber die Serie nicht mitfahre, ist der Peter eben hier. Er ist da kompetent organisiert mit dem Michi zusammen. Michi sehen wir morgen dann bei der technischen Abnahme auch und beim Rennablauf natürlich. Und heute kümmern wir uns um alles, was hier steht. Wir haben verschiedene Autos auf dem Tisch stehen und alle sind aufgebaut nach dem Reglement der Gruppe 245 Süd. Du hast jetzt Süd angesprochen. Gibt es vom Reglement einen Unterschied zwischen Süd und Nord? Und was ist Süd eigentlich? Welcher Bereich fällt da rein? Also es ist nicht regional bedingt, es sind bloß 2 verschiedene Rennserien, dass nicht zu viel Kilometer gefahren werden. Michi und ich machen zusammen die 245 Süd, kann man sagen. Im Großen und Ganzen wird da gefahren Bamberg bis runter Augsburg. Mhm. So im Groben und Ganzen auf 5 verschiedenen Bahnen. 6 Rennen, 5 verschiedene Bahnen. In Wendelstein bei dir auf der Bahn fahren wir 2-mal. Das ist so eine Traditionssache, weil die gibt es ja schon seit 2003 wird die jetzt im Süd gefahren. Ja. Der Unterschied zwischen Süd und West ist nichts anderes wie West fährt mit Moosgummi. Wir fahren mit PU. Okay. Da sind wir schon jetzt in dem Detail vom Reglement. Ja, genau so ist Fangen wir nochmal ganz vorne an. Gruppe 245, was bedeutet der Name Gruppe 245? Gruppe 245 bedeutet nichts anderes 80er Jahre, 70er, 80er Jahre, die Rennsportklassen, Gruppe 2, Gruppe 4, Gruppe 5, 245. Ist unterteilt in diese Massivgruppe 5, ewig Breitbauten, man kennt es den Zackspeed und so, haben wir ja da, genau, das ist eher da drüben. Die Gruppe 4 sind 2-Sitzer Sportwagen, M1, das ist der bekannteste. Und dann natürlich die Gruppe 2, das waren, ja, aufgemotzte Straßenautos im Prinzip, 02er BMW, Kadett C Coupé und so weiter, also diese verschärften Straßenvarianten. Okay, also das heißt, das sind 3 verschiedene Klassen und das sehen wir jetzt morgen dann auch beim Rennablauf, aber schon mal vorweggenommen, heißt auch 3 Rennen an einem Tag. Genau so ist es. Wir fahren 3 Rennen, 16 Minuten in Gesamtzeit und dann eben aufgeteilt durch die Spuren. Wendelstein hat eine 6-spurige Bahn, dann sind die Slotzeiten etwas kürzer, auf den anderen Bahnen sind es 4 Spuren, dann sind es dann etwas länger. In der Regel 4 Minuten pro Spur bei einer 4-spurigen Bahn ergibt 16 Minuten. Analog die ganze Sache. Ja, analog, Metallfahrwerk sind wir auch jetzt dann schon hier. Ich habe das Reglement mal hier, beziehungsweise das hier ist die Reglement-Auslegung. Das sind 10 DIN A4 Seiten, kann man sich auch runterladen im Internet. Link unterhalb vom Video in der Beschreibung, könnt ihr euch das selber auch mal anschauen. Wir verwenden das jetzt heute mal als roten Faden, um mal durch die Technik durchzugehen. Aber nochmal zu den 3 Rennserien. Das heißt, wenn man teilnehmen möchte an einem Gruppe 245 Rennabend, Renntag, ist es schon notwendig, 3 zu haben oder kann ich auch nur eine Gruppe mitfahren? Oder ist wirklich relevant immer das Gesamtergebnis für den Tag? Ja, das ist das Schöne. Man kann nur Gruppe 2, nur Gruppe 4, nur Gruppe 5 könnte man fahren. Ja. Macht keiner. Macht das ist keiner. Logischer. Man sieht ja, wie es enden kann. Ja gut, das sind jetzt die Autos von Michi und von mir. Ja. Es macht keiner, weil es einfach Spaß macht, Rennen zu fahren und dann auch in den verschiedenen Klassen, weil die Differenz zwischen den Autos ist ja auch die Spurbreite auf der Hinterachse. Und dadurch hast du verschiedene Gripverhältnisse. Das heißt, mit jedem Auto ist es komplett anders zu fahren. Ja. Macht irre Spaß, hoch anspruchsvoll für einen Fahrer und natürlich Technik, da kommen wir nachher noch drauf, ist ja auch was gefordert. Nicht die Welt, aber es ist was gefordert. Ja. Jetzt habe ich die Frage wieder vergessen. Nicht, ob man alle Gruppen fahren muss oder ob man einzeln auffahren kann. Nein, man kann alle fahren, man kann einzeln fahren. Es gibt keinen einzigen, der nur Gruppe so fährt.
Tagesergebnis zählt und am Schluss gibt es nach den 6 Renntagen natürlich einen Gesamtsieger in den einzelnen Klassen. Mhm. Es gibt auch Tagessieger, aber das muss nicht sein. Es gibt einige, die nur dann in den Clubs fahren und es gibt einige, die den ganzen diese Rennserie komplett mitfahren. Also das ist völlig freigestellt. Auch das, wie man die Autos baut, kommen wir vielleicht gleich drauf, ist auch relativ frei. Da gibt es eine ganz einfache Variante, Gott sei Dank inzwischen. Ja. Und ich hoffe, ihr habt gerade aufgepasst auf den kleinen Satz. Peter hat gerade gesagt, das sind die Autos von Michi und mir, also Michi und Peters Auto. Und er hat gesagt, 4 Jahre ist er dabei. Und jetzt sieht man, was hier entstehen kann, wenn er in dieser sogenannte Slot-Virus mal richtig trifft. Richtig. Baust du auch noch andere Serien oder ist hier dein Fokus drauf und alles andere ist bei dir jetzt mal ausgeblendet im Slot-Racing? Oder bist du anderweitig auch noch unterwegs? Also zusätzlich zu dem Fuhrpark. Ich fahre natürlich im Schwammslot natürlich alle Serien mit. Da gibt es Analog- und Digitalserien, sei es Mini-Z, sei es NSR, sei es Slotted, haben wir jetzt gerade mal auf Pause gesetzt. Ja. Fahre alles mit Digital 132, Digital Mini-Z. Also ja, ich fahre alles mit und natürlich jetzt seit ganz neuem die BRM 2-Liter-Klasse. Ja. Irre Autos, BRM, irre Klasse zu bauen und zu fahren. Also es macht irre viel Spaß und das Schönste sind halt dann diese Feinheiten. Ja, genau, da kommen wir jetzt dazu. Genau. Perfekt gelieferte Überleitung. Gehen wir mal durch, würde ich sagen. Gerne. Und versuchen mal das Ganze einfach euch ein bisschen näher zu bringen, einfach locker drüber zu reden. Also wir haben schon gesagt, die 3 Rennklassen gibt es, Gruppe 2, 4 und 5. Hubraum, die Sitze sind festgelegt. Wie viel? 2 Sitzer, Gruppe 5, glaube ich. Gruppe 4. In der Regel 2 Sitzer, ja. Okay, dann ist hier was Allgemeines zur Optik. Wie ist es mit dem Design? Da ist ja bei anderen Rennserien oft so, jemand steigt nicht ein, weil das Thema Lackieren ist für viele was man halt einfach nicht gern macht. Jetzt kommen, oder kann, das ist ja, so einfach ist es ja nicht. In der Mietwohnung ist es schwierig, ja, genau. Ganz klar. Jetzt sind hier ein paar Autos dabei, die kommen mir bekannt vor. Hier, dann BRM sehe ich was und die gibt es ja schon fertig lackiert. Das heißt, wenn jemand nicht lackieren möchte, ist er jetzt hier eigentlich bei dem Punkt Optik locker durch. Kann er. Weil gibt es ja Karosserien, hier noch der M1. Ja. Es ist aktuell total leicht möglich, eine fertige Karosserie, wir sagen Deckel, einen Deckel für die 245 herzunehmen. BRM bietet die Minis, die Zwerge an, bietet die 2 Liter an, sprich den, wo ist er, in Silber, hier. Das ist allerdings jetzt auch, aber den Alpha von BRM kann ich nehmen, Gruppe C Kadett kann ich nehmen, für die Gruppe 2, für die Gruppe 4, ideal Carrera-Deckel, die M1, optimal für die Gruppe 5 kann man den Zackspeed, da ist er, Deckel hernehmen, bisschen bearbeiten, bisschen was rausschleifen und schon ist er für die Gruppe 245 tauglich und zugelassen. Ja. Da müssen wir jetzt nochmal nachhaken, ist glaube ich auch der nächste Punkt schon oder einer der Punkte noch, die Karosserie, ein bisschen rausschleifen. Carrera hat ja eigentlich den Ruf, dass es wirklich stabile Karosserien sind. Ja. Stabil bedeutet schwer. So, was ist jetzt im Rahmen vom Reglement erlaubt, um aus so einem schweren Carrera-Deckel ein leichtes Gruppe 4 Karosserie dann zu bauen? Man kann fast sagen alles. Okay, das heißt Dremel an und rein. Dremel an und rein. Ja. Entscheidend ist aber, dass die ganze Sache natürlich auch im eigenen Interesse eine gewisse Stabilität behält, weil man fliegt bei der 245, die schnell ist, gerne ab. Und wenn dann volle Lotte mit dem Heck in die Bande geht und mir bricht das Auto auseinander, der Deckel, habe ich viel Arbeit kaputt gemacht. Also ist es im eigenen Interesse. Entscheidend an der ganzen Sache ist, Gruppe 245 hat Mindestgewicht für Deckel. Mhm. Das heißt, so ein Gruppe 5 Deckel, Gruppe 4 Deckel muss 60 Gramm wiegen. Okay. Wo die 60 Gramm sind von dem Auto, spielt keine Rolle. Okay. Wichtig ist aber auch Resin oder Plastikdeckel. Das heißt, ich kann auch einen Rivell-Bausatz mir nehmen. Zum Beispiel, das ist ein Rivell-Bausatz. Mhm. Und kann mir den für die 245 hernehmen. Dann baue ich den zusammen und weiter geht's. Okay, also ist eigentlich von den Völlig Deckeln her die flexibelste Rennserie, die mir so bekannt ist. Auch von der Optik her kann man sich austoben, wie man will. Keine Vorgaben vom Design. Es sollte der Zeit entsprechend sein. Mhm. Das heißt, wenn jetzt ein Apple oder irgendwas Moderneres zum Beispiel drauf ist, wird es nicht so gern gesehen. Okay. Aber das Auto fährt natürlich dann auch mit. Okay, die meisten sind ja auch ganz ohne Werbung Startnummer drauf und gut ist schon. Also das ist dann auch schon erlaubt sozusagen. So ist es. Konkurspunkte gibt es nicht. Nein. Bei der technischen Abnahme wird da irgendwie geschaut, Spiegel, Spoiler, muss das alles vorhanden sein? Es müssen ein Spiegel mindestens dort sein, es müssen Scheibenbücher, es muss Auspuff und natürlich Felgeneinsätze. Okay.
Das gibt Zusatzpunkte, die in die Innenwirkung mit reingehen. Ist kein Parcours, aber sowas hast du eh immer dran. Ja. Oder solltest du dran haben. Und wird dann in die Endabrechnung mit reingerechnet. Okay, und von Fensterscheiben und Fadereinsatz ist beides aus Lexan erlaubt? Also, ja, okay. Definitiv. Wir schneiden sie inzwischen alle selber. Mhm. So wirst du es in deinem Video auch schon mal gezeigt hast, genau nach demselben Prinzip arbeiten. Die Scheiben, die sind alle super leicht und super weich. Und da sind noch keine. Das ist ultra verleichtert, die Version gerade. Naja, das ist ohne ein GFK-Deckel, ganz frei im Handel gekauft. Die hat jetzt 7 Gramm. Ja. Und der muss am Schluss, das ist ein Gruppe 2 Auto, der muss am Schluss seine 50 Gramm haben. Gruppe 2 ist etwas leichter vom Chassis und vom Deckel her. Und muss am Schluss seine 50 Gramm haben. Und ich habe den Golf hier vorne stehen. Ja. Das ist ein Plastikdeckel. Und das, mein nächstes Objekt ist, den ersetzen durch einen GFK-Deckel. Okay, also 7 Gramm Deckel. Und wie bringst du jetzt das Gewicht rein? Weil wenn ich jetzt Lexan Scheiben habe, Lexan Fadereinsatz, bin ich ja von den 50 Gramm auch noch weit weg. Ja, ich nehme jetzt einfach mal den, weil er da steht. Ja. Da sieht man es. Das ist jetzt beispielsweise ein Momo-Fahrwerk, ein reines Metallfahrwerk. Hier an der Seite mit Messing gearbeitet, im tiefsten Punkt natürlich, wo es möglich ist, dass ich die Mindestgewicht reinkriege. Da gibt es andere Varianten. Ich kann jetzt Stopp, eine kleine Zwischenfrage, weil wir müssen ja hier jetzt auch noch für diejenigen, die jetzt noch nie ein Metallfahrwerk gesehen haben. Wir reden ja gerade über eine Karosserie und jetzt sehen wir hier, dass eigentlich die Messingstreifen an der am Fahrwerk dran sind, rein optisch erstmal. Aber wenn ich aufschraube, sind die zwei Messingteile an der Karosserie letztendlich dran. Das heißt, diese Messingstreben hier hängen am Karosseriehalter unten. So ist es. Ja, das muss man noch dazu sagen, sonst ist es nicht in Bezug auf die Karosserie, wenn man es sieht. Ja, ja, von der Optik her sieht man es natürlich. Wenn, also, wenn man jetzt den zum Beispiel sieht. Also heißt auch bei der technischen Abnahme, Karosserie wird extra gewogen und das Fahrwerk. Genau. Genau. Wie ich das Gewicht erreiche, spielt keine Rolle. Hier ist zum Beispiel, habe ich da an, sieht man da vielleicht so, ist ein Draht mit rein geklebt, mit zwei Komponentenkleber, ebenso tief wie irgend möglich. Und da sieht man auch, dass die Karohalter von mir selber gebaut sind, damit sie schwerer sind, weil das ist ein GFK-Deckel. Könnte ich BRM oder jetzt in dem Fall GFK nehmen. Also wie das Gewicht zustande kommt, die 50 bei der Gruppe 2 oder 60, 4, 5, spielt keine Rolle. Ja. Am Ende muss es auf der Wagen 60,0 haben. Ja. Wie das zusammenkommt, spielt keine Rolle. Okay, gut, dann haben wir Karosserie eigentlich schon mal abgehakt. Lackierung, Gewicht, Innenausstattung, dann gehen wir weiter. Du hast gesagt, die Gruppe 245 ist schnell. Ja. Wie kommt die Geschwindigkeit zustande? Mit dem klassischen, ich nehme den einfach noch, nehme den hier. Da haben wir es wieder Abdeckung, da habe ich noch keine drin. Das beispielsweise ist jetzt ein Schöler-Fahrwerk. Gruppe 2 unterscheidet sich von Gruppe 4 und Gruppe 5, weil es muss zwingend Inliner sein. Also in Fahrtrichtung ist der Motor und wir fahren mit 20 Volt und einem schwarzen Carrera. Ja. Also der hat richtig Dampf und hat auch richtig Bremse. Der schwarze Carrera wurde damals gewählt, den haben wir auch übernommen, weil es der Motor ist, der damals am wenigsten Motorstreuung hatte. Das heißt, man muss keine 30 Motoren kaufen, um den besten rauszukriegen, wie es ja bei Carrera leider so ist, sondern dieser Motor ist sehr, sehr stabil, gleichmäßig von der Produktion her. Deswegen war das auch wichtig, dass man den nimmt. Also alle Autos haben den schwarzen Carrera drin. Okay, und fahren alle mit 20 Volt? 20 Volt. Gut, dann haben wir noch das Thema Inliner-Antrieb. Hast du schon gesagt, Motor steht senkrecht zur Hinterachse. Was haben wir bei den anderen, bei der Gruppe 4 und 5 dann für eine Antriebsform im Auto? Wir haben da den klassischen geschlossenes Fahrwerk. Ein Sidewinder, ganz normal. Ab und zu kann es sein, dass man einen Engelweiter bauen muss, weil der schwarze Carrera relativ groß ist. Ja. Das heißt, ich stelle den Motor dann leicht quer, damit ich Platz zwischen den Achsen habe, wie es jetzt beispielsweise beim 914er vorne ist. Der ist hinten so schmal, da musste ich einen Motor querstellen. Genau, auch wieder eine geschlossene Bodenplatte. Ja. Ist wieder nicht. Super. Vielleicht, da könnte es auch sein. Ja, wir haben immer geschlossene Platten, selten offene Platten. Da habe ich ihn auch leicht quergestellt, damit er eben, dass man da sieht. Aber das ist immer abhängig vom Platz, den man zur Verfügung hat, zwischen den Achsen. Bei der Gruppe 2 Inliner deswegen so wichtig, weil ich habe nur eine Spurweite von 72 mm. Und da ist natürlich mit dem riesen Motor schwierig, da was reinzukriegen. Gruppe 4 darf ich 78 mm breit sein, Maximalbreite. Und bei der Gruppe 5 85. Das heißt, ich fahre mit allen Autos immer auf einer anderen Fläche auf der Carrera-Schiene. Wir fahren ja alles auf der Carrera-Schiene. Wir fahren ja nicht Holz, sondern nur Carrera. Okay.
Gut, dann müssen wir uns doch Inliner-Antrieb, da hatte ich ja schon ein Video dazu gemacht, über die Antriebsformen Inliner, Engelwinder, Sidewinder. Video verlinke ich euch oben in der Infobox. Aber jetzt nochmal aus dem letzten Video, die Erkenntnis war ja, Inliner ist der Antrieb eigentlich der instabilste. Kann man sagen, dass die Gruppe 2 dann am schwierigsten zu fahren ist, beziehungsweise am schwierigsten schnell hinzubekommen ist im Vergleich zur 4 und 5? Die Leistung von dem Motor ist schon brutal. Ja. Also wenn du da einen Hauch zu früh am, am Kurvenende aufs Gas geht, bist du quer. Und das ist eben die Kunst, das eben nicht zu machen oder das Querstehen so minimal wie möglich zu halten. Wie immer. Es ist egal, ob ich zu Hause mit der 132 digital fahre, mit oder ohne Magnet, wenn du querstehst, bist du langsam. Ja. Das ist hier genau dasselbe. Ja. Also alles, was immer als cooler Drift verkauft wird, ist eigentlich eine coole Bremse. Uncool. Ist cool, aber nicht optisch. Optisch schön, aber auf der Zeitnahme furchtbar. Genau. Gut, dann Fahrwerk, gehen wir es vielleicht weiter durch. Du hast ein paar Fahrwerke schon gezeigt, das sind alles unterschiedliche, aber was ist da erlaubt? Fahrwerke sind im Prinzip alle frei käufliche Fahrwerke erlaubt, keine Eigenbauten, aber 100% Metall. Mhm. Das heißt, von Schöler gibt es reine Metallfahrwerke. Ich nehme jetzt einfach mal das Inliner, das ist ja rein Metall, also keine GFK, keine CFK-Teile, rein Metall. Und vom Schöler gibt es dann, wir haben es beim Porsche gerade gehabt, mit Striker, glaube ich, heißt es, gibt es dann auch in den verschiedenen Breiten, immer individuell pro Fahrwerk. Es gibt Plaffit-Fahrwerke, auch rein Metall. Es gibt Schöler, Plaffit und Momo. Mhm. Ich persönlich bin totaler Momo-Fan. Die Schrauben sind einfach größer. Ja, das stimmt. Ist einfach so. Und gibt es alles frei käuflich, alles frei im Handel, unterm Strich kann man sich alles zusammenkaufen und ein 245-Auto bauen. Mhm. Aber durch die Einschränkung jetzt kein Carbon, kein GFK, war da der Fokus drauf, die Kosten auch unten zu halten? Unbedingt. Ja. Wie gesagt, seit 2003 gibt es die Serie jetzt. Damals war das Thema sowieso nicht so, da war das noch richtig teuer. Ja. War aber auch ein sensationeller Baustoff. Und deswegen ist dieses Metallfahrwerk als Basis genommen worden. Mhm. Ich muss ein Metallfahrwerk nehmen, um es günstig zu halten und um diese super performanten Schrauber, die vielleicht mit CNC-Maschine zu Hause das Reglement ist einfach so, jeder kann zu Hause am Küchentisch ohne groß technischer Aufwand sowas bauen. Und das war Ziel der ganzen Sache. Okay, wie viele Teilnehmer sind morgen da? Morgen sind wir 18. 18, also das heißt, es funktioniert. Ideal, ja, es funktioniert, perfekt. Also das sieht alles gut aus. Metallfahrwerk noch, weil ich den BRM Grad C, wäre das Fahrwerk von BRM auch zugelassen? Man kann keinen 18D drauf bauen, keinen schwarzen Carrera. Geht nicht. Stimmt. Generell der Deckel selbstverständlich, ja. Okay, und der Deckel ist dann wieder bearbeitet innen, die Befestigungszapfen rausgefräst, geremelt und dann auf ein anderes Fahrwerk eben draufgestellt. Da haben wir auch nochmal einen BRM, eine ältere Variante. Der hat jetzt die einzige Ausnahme, das ist das Doslot-Fahrwerk, das Zwerg, das Mini, das ist für Zwerge, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, für Zwerge zugelassen, die fahren in der Gruppe 2 miteinander. Zwerge, ja, das ist sowas wie ein Mini, der Prinz, der Simca, Honda S800, kennt hier kein Mensch, aber solche Autos sind da zugelassen, sind alles auf der Homepage, alle zu lesen und zu sehen. Die haben 67er Spurweite. Mhm. Mini-Fahrwerk, auch Inliner, das ist eine eigene Wertung innerhalb der Gruppe 2. Okay. Bei uns im Süden nicht ganz so beliebt, im Westen fahren viele. Hallo, grüß dich. Unser Slotcar-Experte auf Ihrem Foto ist auch mal kurz da. Hey. Ich grüße jetzt. Gehen wir weiter zu den Teilen auf dem Slotcar oder auf dem Fahrwerk, besser gesagt, oben drauf. Motor hat man, jetzt gehen wir weiter. Getriebe, ist es festgelegt, frei? Frei. Okay. Hat sich so einen Standard 1440 hat sich so eingeschossen, also plus, minus, geht dann immer abhängig vom Auto, immer abhängig von der Bahn. Das ist natürlich dann wieder im Training, wenn wir so heute noch machen werden, immer dann und kommt es darauf an, wie der Finger ist, weil das größte Problem ist nicht das Auto, das größte Problem ist der eigene Fahrer. Das stimmt, die Nervosität. Okay, dann sind wir am Rad, machen wir vielleicht mal hinten an, wie sieht es aus mit Reifen? Und Felge und Durchmesser. Reifen, Hinterreifen sind die DISO 25, glaube ich, heißen die. Die verkaufen nur wir, die werden exklusiv für uns produziert. Da ist so ein fürs Schwarzlicht so eine Erkennung mit drinnen, damit wir wirklich alle dieselben Reifen haben und hier nicht mit den Shower, mit den Reifenhärten umeinander spielen. Vorderreife, egal. Okay. Breite,
egal, was halt Platz ist. Ja. Durchmesser ist wichtig. Kommt drauf an, was für ein Auto das es ist. Ich sage jetzt mal, mit der Gruppe 2 darf man bis Durchmesser 22 runtergehen. Die Zwerge dürfen bis Durchmesser 20 runtergehen. Mhm. Die Gruppe 4, ich mache es bloß ganz kurz, bis ja, 24. Gut. Die Gruppe 5 ist ein bisschen schwieriger. Da gibt es nämlich Deckel, die ein bisschen schwieriger zu bauen sind, wo kein Platz ist für große Felgen, weil da muss ich mit 19 Zöller fahren, also mit den 19 mm Felgen fahren. Und dadurch wird der Reifen natürlich groß. Und da gibt es Ausnahmen, den 320 Turbo, dann den 3,5er CSL, den 9,11er, die darf ich mit 17er fahren, also 17 mm Felgen, Breite wiederum egal. Okay. Vorderreifen ist auch der Durchmesser und 7 mm Breite vorgegeben. Das war's, mehr ist es nicht mehr. Das Reglement ist also fertig. Ja, das klingt einfach. Ja, zu bauen ist es einfach. Ja, dann gehen wir in den vorderen Bereich vom Slotcar, da ist der Lightkeel, Schleifer, Kabel. Ist da was vorgegeben? Frei. Was du willst, ein Lightkeel, das ist wichtig, weil sonst könnte man ja vorne hinten einmachen. Steht auch explizit im Reglement mit drinnen. Ein Lightkeel, so wie man es von den normalen Autos auch kennt. Klasse, ich nehme natürlich wieder genau das Auto, das nicht optimal ist. Genau. Wir wissen ja, der soll in die Mitte zurückgehen. Ein Lightkeel, wie gesagt, Hersteller egal. Schleifer auch frei, ja, was man will. Hat sich da irgendwas durchgesetzt in Bezug auf Schleifer-Lightkeel-Kombination oder hat da wieder jeder sein geheimes Rezept, letztendlich geheim in Anführungszeichen? Es sind von SPC, glaube ich, heißen, ja, die Super Down und Super Soft. Ja. Das sind eigentlich die, die am meisten gefahren werden. Wobei der Super Soft sehr schmal ist und auch wirklich soft ist. Das heißt, man fliegt ja doch des Öfteren leider mal ab, wenn der rückwärts geht. Dann sind die Schleifer, die Super Soft, weg und dann kannst du das Rennen komplett vergessen. Deswegen, ich fahre die Super Down und die meisten vom Schwabenslot fahren auch in Super Down. Das ist schon mal ein guter Insider-Tipp. Gleich aufschreiben und merken. Gut, dann haben wir eigentlich die Technik soweit durch. Ah ja, Gewicht vom Fahrwerk noch? Fahrwerk Gruppe 2 muss 130 Gramm haben und von der Gruppe 4 und 5 140 Gramm, sodass wir auf ein Gesamtgewicht kommen von den Zwergen und Gruppe 2 von 180 Gramm und 200 für die Gruppe 5 und Gruppe 4 Autos. Okay, somit sind wir eigentlich soweit durch die 10 Seiten Reglement und Theorie. Wenn jetzt jemand Interesse hat, dann ist ja immer die Frage, wie komme ich rein, wo kriege ich Anschluss? Die Gruppe 245 Süd ist jetzt nicht Süddeutschland, das ist ein kleiner Bereich, nur was wir erklärt haben. Ist die deutschlandweit noch verbreitet? Im NRW oben ist sie intensiv verbreitet, da fahren sie auf mehreren Bahnen, da fahren sie auch auf Holzbahnen, eben mit den Moos-Gummireifen. Ja. Im Süden fahren wir unterm Strich aktuell in Bamberg. Hier in Wendelstein zweimal. Mhm. Wir fahren in München, in Freising oder Ecke Freising und in Augsburg Schwabenslot. Fahren wir auf C-Schiene, auf Carrera-Schiene. Und wenn einer was wissen will, einfach uns anschreiben auf 245 Süd, dann findet er uns automatisch. Und da gibt es natürlich eine Kontaktbox, wo man uns dann schreiben kann. Du verlinkst. Ja, ich verlinke es unterhalb vom Video. Sowieso. Genau. So, dann sind wir durch. Und jetzt morgen steht an, technische Abnahme. Heute steht noch Training an. Ja, kann man auch noch kurz drüber reden in der Theorie. Wie sieht jetzt dein Trainingstag aus? Was magst du jetzt? Was willst du rauskriegen im heutigen Training, wenn du meinst, morgen ist Rennen? Wie gehst du jetzt vor? Ich gehe relativ leicht vor. Auf meiner Hausbahn muss ich die Strecke nicht kennenlernen, logischerweise. Ja. Hier war ich auch schon einige Male. Ich kenne im groben Zügen natürlich die Strecke. Ich fuchse mich jetzt in die Bahn rein. Mhm. Durch alle Spuren, ganz besonders die Außenspuren. Ja. Aber nicht, das ist mein Trick. Ja. Ne? Verraten es keinen. Hoffentlich. Ich fahre die Außenspuren ganz, ganz oft. Ja. Weil das ja auch die schwierigsten sind, die größten und die kleinsten Radien. Bei einer sechsspurigen ist es wirklich extrem. Und da fuchse ich mich rein und nehme da eigentlich das Auto, wo ich garantiert nicht im Rennen fahre. Ist meine Vorgehensweise, weil ich ja die Reifen und das Auto nicht, ich fahre eine halbe Stunde, Stunde trainiere ich da. Und danach müsste ich das Auto komplett zerlegen, sauber machen. Sauberkeit ist ja ganz, ganz wichtig, auch bei den Digitalautos, bei den 124er generell. Weil der Dreck, der den Reifen aufwirbelt oder der Reifen abgibt, der in die Karosserie fällt, fällt irgendwann runter auf die Schiene. Und das ist dann wieder der Gripverlust und das wollen wir natürlich alle nicht. Deswegen Sauberkeit ein Riesenthema. Ich nehme jetzt irgendein Auto, mit dem ich definitiv morgen kein Rennen fahren werde und prügel mir die Spuren in die Figur. Richtig krass, richtig massiv fahren.
Dann nehme ich das Auto, wo ich wahrscheinlich morgen fahren werde, was auf anderen Bahnen super funktioniert, und schaue, um wie viel, dass ich besser bin. Und habe ja eine leichte Auswahl. Stimmt, ja. Man muss die Dinger aber auch erschrauben. Das heißt, man muss sie vorbereiten. Reifen, Schleifen, PU-Reifen, wirst du alle, müssen geschliffen, poliert werden. Auch da ist es ein Riesenthema. Schauen, dass du keinen Konus drin hast. Ich fahre null Konus, habe keine guten Erfahrungen mit Konus. Und. Die Radien müssen stimmen. Und das Aufpolieren, da hockst du halt mal eine Zeit lang dort, um so viele Autos dann herzurichten. Und deswegen Griff in die Box, auf die Bahn fahren, fahren, fahren. Am Ende von heute Abend, sprich heute Nacht, werde ich mich dann hinhocken an die Reifenschleifmaschine und werde polieren und schleifen wie die Hölle. Hab dann meine ein oder zwei Favoriten, mit denen ich morgen wahrscheinlich fahren werde. Werde mit beiden dann morgen Vormittag nochmal auf die Spur gehen und dann entscheide ich, mit welchem Auto das ich fahre. Okay. Und das bringe ich dann auf meinem Tablett, bringe ich das dann zur Abnahme, wo dann 2, 4, 4, 5 dann draufsteht. Und dann wird die Dinger abgenommen und überprüft, ob alles stimmt, Bodenfreiheit, Reifendurchmesser und so weiter. Das zeigen wir morgen auch, aber das Tablett haben wir noch gar nicht gezeigt. Also du nimmst das so und gehst dann zur technischen Abnahme. Genau, ich habe da nur Löcher drinnen, weil ich natürlich aufschrauben muss, Deckel und Chassis muss ja getrennt sein. Und leg das so hin, weil drei Autos alleine schon wieder mit der Hand tragen. Ne? Michi, seine Kiste, das sieht dann so aus. Ja. Jeder hat da so sein eigenes System, manche tragen es auch auf den Armen oder was. Ich habe mich halt da modellbautechnisch mal ein bisschen gespielt und habe es reingemacht. Ja, es geht. Manche tragen es mit den Tabletts von den Koffer und es ist völlig frei. Es ist generell so. Ich mache jetzt richtig Werbung für die 2W5. Ja, das ist ja gut so. Es ist unwahrscheinlich familiär. Das bedeutet, es wird schon Rennen gefahren. Ja. Und da wird auch hart gefahren. Ja. Also manchmal ein bisschen grenzwertig, aber es wird gefahren. Aber es ist eine Family. Das heißt, ich bekomme die Reifen nicht hingeschliffen. Ja, ich habe einen guten Kollegen, vielleicht leiht mir der Reifen. Ich habe das Ersatzteil nicht dabei, mir ist was kaputt gegangen. Da kann ich zu jedem gehen und kann mir das ausleihen. Ja. Überhaupt kein Thema. Felgeneinsätze, oh, mir sind die Felgeneinsätze. Dann gehe ich zum Slot-Kollegen und leihe mir da was aus. Und ganz, ganz extrem, selbst Autos werden dann. Ich kriege sie nicht hin, da ist mein Zweitauto, fahr mit dem. Es ist total familiär, es ist ein Miteinander. Natürlich wird gekämpft, natürlich ist es ein Rennen, aber es macht halt, soll Spaß machen. Das steht im Fokus Nummer 1 und genauso wird auch gefahren. Also wir haben vor Corona, war hier ein Rennen in unserer stärksten Gruppe, die waren brutal. Die haben, ich glaube, 7 oder 8 Teilstriche, nach 4 Minuten waren die auseinander. Ja. Da war Kotflügel an Kotflügel, war Standard und das war natürlich Spaß. Ja, auf jeden Fall. Wer keine Autos bauen kann, will oder es nicht schafft, bei uns ist es echt so, Kontakt aufnehmen. Wir haben genügend Autos und nicht nur wir haben so viel, es hat fast jeder so viel, weil es bauen ist das, was Spaß macht. Der kriegt ein Leihauto für eine Saison. Er hat dann praktisch ein Jahr lang Zeit, um das eigene Auto zu bauen. Meistens kauft man das Auto, wo man dann das erste Jahr fahren ist eh. Aber man hat die Möglichkeit, sich ein Leihauto auszusuchen. Jeder leiht dir eins. Gruppe 2, Gruppe 4, Gruppe 5 und ich kann das erste Jahr, 6 Rennen, das erste Halbjahr, kann ich mit einem Leihauto fahren. Ein Regler brauche ich einen eigenen. Und das war's. Da kann ich schon sowas mitfahren, wer will. Ja, es klingt traumhaft und ich weiß auch, dass es so ist. Peter kennen ja vielleicht auch viele, ohne das bis jetzt eigentlich zu wissen, aus dem Discord, dort als Piwi bekannt. Und dort hilft er ja auch so extrem. Das heißt, das, was er jetzt gesagt hat, das glauben wir auf jeden Fall. Und morgen kommt ja der Videobeweis. Wir zeigen es ja, wie es dann am Rennabend ist. Ja. Nachdem, was du das aber jetzt gesagt hast, ist eigentlich das die perfekte Einsteigerserie, wenn ich von der Carrera-Bahn komme, da ist ja für viele dann, die wissen gar nicht, dass es einen Verein gibt, dass es Rennserien gibt, aber das hier wäre eigentlich direkt dann ein schöner Sprung vom Teppichrutscher, wie man es immer liebevoll sagt, hin zu Sportgeräten in 1 zu 24, nenne ich die jetzt einfach mal. Sind sie. Und dort dann mit Unterstützung von euch auch kommt man dann zum guten Ergebnis und kann dann an den spannenden Rennen teilnehmen. Ja, genau, so ist es. Der Einstieg ist relativ leicht. Es ist ja unwahrscheinlich viel Unterschied zum Carrera 124er Autos. Vom Fahrwerk, die ganze Technik und. Und wir machen es immer so, also gerade bei Schwabenslot machen wir es so, du hast immer einen Paten. Mit dem gehst du diesen Weg von 245. Und irgendwann lernst du so viel und hast Erfahrungen gesammelt. Der Pate bringt dir praktisch dein Know-how. So wie jeder. Jeder hilft dir, das habe ich schon gesagt. Man muss aber zur Logik, dir leihe ich dein Auto,
Du musst dich schon selbst drum kümmern. Mhm. Nur wie? Das hilft dir der Pate. Der zeigt dir, wie es geht. Und dann musst du es selber machen. Das ist, du musst dich um 6 Autos kümmern, die ich mich nicht oder mehr. Ja. Sondern das sind schon dein Job. Das heißt, das Auto ist geliehen. Kundendienst, Pflege, Einstellarbeiten, das machst du natürlich schon selber mit deinem Partner zusammen. Mhm. Also immer ein Miteinander. Und bis du dich umschaust, hast du deinen eigenen Partner oder beziehungsweise bist du dann selbst Pate, weil es kommen ja regelmäßig neue Leute dazu, das ist das Schöne, immer wieder neue. Ja, aber die Patenregelung ist wirklich dann fix, also es kommt ein Neuer und es sagt, Peter, du bist jetzt der Pate vom Thomas. Ja, oder, ja könnte man so sehen. Wir machen es meistens regional. Kommt ja darauf an, wo der herkommt. Es ist ja Blödsinn, wenn man 200 Kilometer auseinander wohnt, dass man eine Patenschaft übernimmt. Der Pate sein will und in der Nähe ist, was sinnvoll ist, der übernimmt dann in der Regel die Patenschaft. Aber wir haben auch schon Patenschaft mit 100 Kilometer Distanz gehabt. Dann trifft man sich halt einfach früher an der Bahn, noch früher und trainiert und macht und tut. Und dann geht es halt immer miteinander. Und das ist schön, das Miteinander. Also das heißt, der Einsteiger kommt, der hat ja das Wissen logischerweise nicht, macht aber alles selber, bekommt das Wissen von seinem Paten und dadurch, dass er es selber macht, kombiniert er im Prinzip Theorie und Praxis und kommt schnell rein in das Hobby. Genau. Und was ist das so dein Erfahrungswert, wenn jetzt jemand heute Morgen anfängt, das erste Rennen mit einem Paten, hat er schon wirklich Chancen, so im Mittelfeld oder noch weiter vorzukommen? Oder wie lange dauert sowas? Hast du da so Erfahrungswerte? Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist das große Problem. Bis auf einen gewissen Level kommst du relativ schnell. Dann die Feinheiten, das ist wie zu Hause auf der eigenen Bahn. Die ersten paar Runden gar kein Thema, aber dann das letzte Fitzelchen rauszuholen. Das beste Ergebnis, das ich bei der 245 habe, und das ist in 4 Jahren Slotcar fahren, ist einmal ein 5. Platz. Mhm. Und da freue ich mich heute noch und bin ich heute noch stolz drauf, weil ganz oben wird die Luft auch bei der 245 dünn. Aber das ist nicht so, dass ich 50, 100 Runden, nachdem ich 16 Minuten dann hinten bin, das wird nicht passieren. Kommt natürlich immer auf den Fahrer drauf an, das ist ganz klar. Aber 2 Jahre muss man rechnen, 2 Jahre lernen, üben, bis ich mal mit einem von diesen Superfahrern da, dass ich da mal mitfahren kann, 3, 4 Runden. Und das macht schon Spaß, da lernst du auch viel. Und aber nach oben. Alle Wege sind offen. Okay, aber kann ich auch so auch bestätigen. Am Anfang am Auto ewig gebastelt, das war wirklich optimal, aber ich habe trotzdem war nicht vorne dabei, weil ich einfach, ich konnte meine Ruhe nicht behalten. Man fährt nebeneinander über die Zielgerade und ist dann einfach dazu verleitet, anders zu bremsen, als wenn man jetzt im Training allein unterwegs ist und dann fliegt man raus. Und dann ist es auch schon gelaufen, obwohl das Auto perfekt ist. Und das kriegt man eigentlich nur durch Erfahrung rein. Nur durch Erfahrung. Wenn der Schumi durchbricht, dann ist alles zu spät. Dann wird es schwierig. Ja. Und gerade jetzt bei der Gruppe 5, weil die sind schon wirklich 85 mm breit. Ja. Ich glaube, 95 ist die Spur bei Carrera breit, also bis zum Mittelstrich. Das ist eng, auch in der Kurve. Das auf der Geraden ist schon eng, aber die kommen natürlich schön aneinander vorbei. Aber in der Kurve ist schon richtig eng. Und dass da mal fein Kontakt kommt. Ja, klar, und dann noch 20 Volt und die Geschwindigkeiten, da kommt dann schon was zusammen. Also einfach, denke ich, würde ich es jetzt nicht einschätzen. Man muss es halt trainieren. Herausforderung. Ja, genau. Aber wie es dann so läuft, schauen wir uns morgen an. Da sehen wir dann alle Gruppen im Einsatz. Bin gespannt, für was du dich entscheidest. Wenn jemand Fragen hat, einfach unten in die Kommentare reinschreiben oder über den Link zur Gruppe 245 Kontaktdaten suchen, wenn ihr da Interesse habt. Oder schreibt mich einfach an oder den Peter auf Discord. Wir kriegen das auf jeden Fall hin, dass ihr da mitmachen könnt, einsteigen könnt in die Serie. So kann man sagen, oder? Definitiv, die Hilfe 100%. Ist da, Unterstützung ist da. Traut euch da einfach mal einzusteigen oder schaut einfach mal bei einem Rennen vorbei. Termine stehen auch alle. Ja. Wenn das zu weit weg ist, dann wartet auf morgen. Kanal abonnieren, dann seht ihr nämlich auch den Renntag. Peter, danke erstmal. Wir sehen uns heute Abend, morgen früh, morgen Mittag, morgen Abend. Und wir begleiten dich dann morgen mal mit der Kamera auch und schauen uns das alles im Detail an. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt viel Spaß beim Training. Ja, viel Spaß beim Training, viel Erfolg und vor allem die richtige Auswahl. Bis bald dann, euer Roland und Peter, slotblog.de. Tschüss. Ciao.